Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Was werden wir in der heutigen Folge machen? Ich denke, ausrüsten und mal auf die Suche nach einer Mine machen. Ich denke mal, das wäre das. Hoppala. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das wäre das Beste. Allerdings wäre ich vielleicht auch dafür, dass wir uns irgendwo das ist aber gar nicht so gut, dass es hier so dunkel ist. Gib mir mal bitte mein Schwert da drauf. Und dann gib mir mal das. Weil das hier so dunkel ist, ist es gar nicht gut. Weil hier könnten nämlich die dann scheiß Zombies und Skelettviecher auftauchen. So. Weil irgendwoher müssen wir auch ein bisschen Fleisch kriegen, ne? Obwohl, mir wäre eigentlich ganz lieb, wenn wir ich glaube, das habe ich oben in der Truhe. Täusche mich und ist die Moss-Empfindlichkeit ein bisschen hoch eingestellt. Scheiße, das darf ich auch noch hin. Oh. Das fällt mir ja jetzt erst auf. Und was zum Teufel? Ich glaube, ich. Ja, nee, Quatsch. Irgendwas wollte ich hier. Ich weiß noch nicht was. Halt mal. Option Steuerung. Mausempfindlich. Empfindlichkeit, genau. Dreh es mal bitte ein bisschen runter. Fertig. Ah, schon einigermaßen besser. Ich habe hier noch ein bisschen Erde. Ein bisschen mehr könnte ich noch gebrauchen. Warum ich nicht alles mitnehme, weiß ich auch nicht. Vor allem brauche ich noch ein bisschen mehr von diesen Steinen. Ich sehe gerade selbst noch nicht durch so richtig. Davon mal abgesehen, dass ich Dings hier auch noch einer muss. Ach so, stimmt ja, hier hatte ich ja auch noch was gemacht. Ah, guck mal, da hinten steht Zombie. Aber ich brauche Erde. Ich will hier oben ein kleines Dings machen. Der Ding sieht auch gut aus. Ich möchte hier oben nämlich ein kleines Feld anbauen. Damit wir grundsätzlich immer irgendwas zu futtern haben. Ich weiß bloß nicht, wie groß ich das Feld mache. Gib mir mal das. Ich würde sagen, hier so lang sollte man mal reichen. Reicht das Feld über, ne? Ja. So lang. Und dann würde ich noch mal sagen, Wasser, Erde, Wasser, Erde, Wasser. Und Erde.
Wenn wir dieses Feld voll machen, müsste es eigentlich reichen. Eins noch. Gucken wir mal, dass wir auch genug Erde zusammenkriegen. Dass wir das auch alles schön angepflanzt kriegen. Ja, gehen wir als erstes in die Mine oder gehen wir doch lieber erst auf die Suche nach irgendwelchen Dörfern? Ich würde sagen, Dörfer machen sich am besten erstmal. Tipp. Halt. Du da weg. Bumm. Noch ein bisschen mehr Erde. Ey, hopp. Was? Ach so, das war ja laufen. Ich muss erstmal mit der ganzen Steuerung wieder klarkommen. Ich habe das Spiel schon Ewigkeiten wieder nicht gespielt. Na gut, was ist Ewigkeiten? Das letzte Minecraft-Spiel, was ich gespielt habe, war Minecraft in der Windows 10-Edition. Und das ist auch schon wieder eine ganze Weile her. Schaut mal, wenn wir das jetzt mit... Verdammt, ich habe kein Ei mehr. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Ich finde ein Ei mehr. Och nö. Och Mann. Immer fehlt irgendwas. Das ist grundsätzlich so. Ja gut. Ich würde sagen, scheiß auf die Dunkelheit. Gib mir mal so mein Schwertchen. Wir machen uns auf die Suche nach einem Dorf. Das kann erstmal so bleiben. Da können wir irgendwann später mal weitermachen. Aber ich brauche einmal die Koordinaten. Und zwar sind das die Koordinaten, wo ich gerade stehe. Hundertsiebenundsechzig, 78 und 321. Einfach nur, dass ich mein Häuslein nachher auch wiederfinde. Und da bin ich mal gespannt, wo uns unser Weg hinführt. Sag mal, hältst du vielleicht mal die Klappe? Wenn ihr einer rrr macht, dann bin ich da. Ah, vielleicht sollte ich nicht laufen. Ah, hau ab, Häschen. Hau ab, hau ab. Aber wo laufe ich am besten hin? Das ist jetzt die Frage. Am besten sollte ich ja entweder Sumpf oder... Nee, Sumpf, Sumpf, nee. Das ist Meer. Laufe ich in diese Richtung? Ich würde sagen, ja, ne? Auch wenn mir das jetzt nicht gerade gefällt, dass ich im Dunkeln loslaufe. Alter, was... Was hat der denn hier geladen?
Das sehe ich ja jetzt zum ersten Mal hier. Oh, guck mal. Oh, klar. So man natürlich wieder den Weg aus. Wo sie alle stehen und lauern. Aber ich habe das Gefühl, da hinten ist Lava. Okay. Ich laufe da durch. Ihr kriegt mich nie, ihr Schweine hier. Oh, guck mal, Lava. Hatte recht. Sehr schön, wir haben ein Lava wie eine kleine Lavafläche. Oh. Ihr kriegt mich nie. Irgendwo müssen ja ein paar Dörfer sein. Oh, da ist das auch Lava. Also gut, wenn wir Obsidian brauchen, finden wir Lava definitiv bei uns in der Nähe. Aber jetzt ist es mir erstmal wichtig, überhaupt ein Dorf zu finden. Das könnte schwieriger werden als gedacht. Allerdings, wenn wir irgendwo eine Wüste finden, ne? mit einer Pyramide, werden wir die erkunden. Ich glaube, ich bewege mich jetzt gerade schön auf eine Steppe zu einer Klasse. Oder Plains, Plains heißt es ja, ne? Alter, ist der schnell! Da hätte ich. Waren die schon immer so schnell, die Scheiße? Komm her, komm her, komm, 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 komm! Ich mag dich alle! Ich mag dich alle, du Stück Scheiße! Ah! Ihr seid ja zu zweit! Oh, gib mir ein paar Samen her. Nicht so wild. Aua! Alter! Ist das euer Ernst? Ist das really euer Ernst? Ist das so? Oh. Ja, komm her, Hier bin ich. Hier. Kuckuck. Hier. Komm her. Du. Das war jetzt aus Frust. Aber ich habe, ach nö, ich habe ja so wenig Zeit. Ja, danke fürs Anschubsen. Scheiße. Ich komme noch nicht so schnell dahin. Hörst du auf, mich abzuschießen? Ich hätte mir ein Bett nehmen. Oh, Creeper!
Ist doch nicht euer Ernst hier, ganz ehrlich. Gib mir meine Sache hin zurück. Wo ist jetzt ein fucking Dorf? Oh nö, lass mich in Ruhe! Ja, danke! Fucking Scheiße! Das ist alles gleich gut. Ich bin total unvorbereitet hier losgelaufen. Danke. Ein Glück für Tag. Rune. Also wenn ich mir die Koordinaten nicht aufgeschrieben hätte, ne? Würde ich ja gar nicht zurückfinden. Ich glaube, es ist besser, wenn ich mir irgendwas zu Futter mache. Allerdings. Habe ich kein Holz. Dabei. Okay. Ja, es ist vielleicht doch immer gut, was dabei zu haben. So, mal das und dann das. So. Kann ich das schon einmal abbauen? Das sollte ich vielleicht grundsätzlich dabei haben. So, geben wir mal das. Boom. Und dann gibst du mir mal ein weiter. Vielleicht finde ich ja noch ein bisschen mehr zu am Futter.
Ich meine, Weizen habe ich ja genug, das kann ich ja anpflanzen. Dennoch fehlt mir Wasser. Irgendwelche Eimer fehlen mir. Ach, guck mal. Also Futter habe ich genug. Daran soll es nicht liegen. Ich laufe hier durch so einen scheiß Birkenwald. Oh. Ob ich überhaupt jemanden dort finde? Was geht mir um die ganzen Kartoffeln, die ich da anbauen kann und Mohrrüben und was weiß ich? Wird aber mehr ein bisschen Abwechslung haben. Meine Tiere finden wir genug bei uns in der Nähe, die wir einsperren können. Wisst ihr eigentlich, wie schön das wäre, hier zu fliegen? Das würde einiges total erleichtern. Ich kann froh sein, dass es noch keine Haie gibt. Denke ich zumindest. Bin allein, Jessica, la 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 la. Alter, will. Habe ich so große Biome eingestellt? Brat das mal einmal fix durch. Wenn ich Schafe finde, werden drei geschlachtet. Ofen knistert, sagt er mir. Lass mal knistern. Wir können aber noch ein paar mehr Tiere schlachten. Allerdings ist nicht das, was ich gerne möchte. Jedenfalls im Moment nicht. Gehen wir mal in den Ofen zurück. Oh. Wieso zur Hölle brennt das hier? Alles klar. Ich weiß nicht. Au. Okay, das wird davon nicht so schwer sein, hier so ein verflixtes Dorf zu finden. Und vor allem, wie groß ist dieser Scheißwald überhaupt? Meine Güte. Ey, zum Glück habe ich mir einen Ort ausgesucht, wo nicht so viel Wald ist. Ja, ein Sumpfbiom. Sieh mal an.
Nehm eine an. Au. Tintenfische. Ich suche eigentlich so ein Wüstenbiom oder dergleichen. Nö, da will ich nicht rein. Erstmal da oben. Und einen Überblick verschaffen. Der Überblick habe ich ja jetzt viel gebracht. Hey, das sind ein paar schöne Pflänzchen. Gib mir mal ein paar Pflänzchen hier. Bist du ruhig, Karte? Der muss mal wieder ein bisschen auf Wehleid tun. Oh, ich glaube, das reicht. Ein paar Pilzchen wären auch nicht schlecht, ne? Oh, der Karte. Jetzt tut er ein bisschen weh, leider. Und er streichelt ihn. So ein bisschen schmusen. Und dann ist alles wieder in Ordnung. Der weiß, wie er seine Leute kriegt. Ich verliere meine Geduld. Ist das, dass mein Geduldsfaden gleich reißt? Läufst du hier stundenlang umher, um im Endeffekt gar nichts zu finden? Na, Hühnchen? Es ist ein Hühnchen. Ein hässliches Hühnchen. Ein paar Rosenblätter vielleicht? Zu eintönig. Aber das blaue Blümchen ist doch ganz nett. Davon nehme ich mir auch ein paar mit. Ey, du sollst es aber nicht wegschmeißen. Da geht's doch weiter mit diesem Scheißwald. Och, Mann. Aber da sehe ich so Zuckerrohr. Das wäre vielleicht eine Idee. Zuckerrohr ist auch immer gut. Aber ich verliere die Geduld mit den scheiße Dorfbewohnern. Ich weiß auch gar nicht, ob ich zu Anfang irgendwo in der Nähe eines Dorfes war. Es ist definitiv schon zu lang her. Zuckerrohr. Wir gehen zweimal Zucker. Bitte, was denn das? Na, jetzt einfach. Nimm zwei Gläser, haust zwei, drei Algen rein und rührst das mit Zucker. Letztens habe ich die. Einige Teile dieser Szene schön gut
nachmachen können. Fand mein Kollege ganz witzig. Ruhekarte, ey. Wenn ihr eine wählerlich sein kann, dann bin ich das. Ich glaube, Leute, dass ich suche einfach ein bisschen auf Screen weiter, würde ich sagen. Ich habe ja gar nichts Produktives hier in dieser Folge heute gemacht, außer zweimal zu sterben. Boah. Na, hier oben bin ich jedenfalls erstmal sicher, hier kann ich auch ein bisschen verharren. So, Leute, ich würde sagen, das war's einfach mal für diese Folge. Ich hoffe, dass ich in der nächsten Folge irgendwo in der Nähe eines Dings bin. Eines Dorfes. Weil ich brauche unbedingt die Ware daraus. Vielleicht finden wir auch so irgendwas Feines. Naja, werden wir definitiv in der nächsten Folge herausfinden. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid zu Minecraft. Bis dahin wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.